Gewässers in den dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn ihr ein Anschlagbrett seht, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf einer Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begibt euch an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Aber er ist mein bester Freund. Shetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Wenn ich dich je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Was hat es denn mit diesem Shetty auf sich? Hey, Kleiner. Sprich mir mit ihm. Nee, nee. Ah, natürlich dürfen sie nicht mit mir reden. Gibt's Neuigkeiten aus Büsima? Nicht, dass ich wüsste. Einfache Bauern. Der atmet wirklich schwer. Hat jemand eine Quest? Und ein Schmied! Ein Schmied! Was soll ich machen zum Teufel? Was? Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Das ist echt das Letzte. Ach, Geralt, warum gegen Bezahlung? Ja gut, wenigstens das können wir ihn anbieten. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich hab nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! Dann gucken wir mal, ob wir dir helfen können. Armer Schmied. Gucken wir mal den Hexersinn. Vielleicht finden wir etwas Interessantes. Sie werden uns alle nach Süden über die Yahuga bringen. Die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren oder Schätze. Diese Orte sind auf einer Minikarte mit den folgenden Symbolen markiert. Das können wir nur benutzen. Vielleicht können wir reingehen und können da was sehen. Aber auch nicht wirklich. Gucken wir mal. Möge die Sonne auf dich scheinen. Waffen aufwerten. Ja, machen wir dann. Aber erstmal. Erstmal gucken wir, ob wir hier irgendwo noch Spuren finden. Brillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Vielleicht hinter der Wohnung. Ist hier irgendetwas? Ich sehe aber absolut nichts, auch mit den Hexersinnen nicht. Huch. Warte mal, hier hat gerade etwas vibriert. Was hat hier vibriert? Da! Spuren! Und sie führen vom Haus weg. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Durchgeknallter Brandstifter. Quest aktualisiert. Mal gucken, wo die Spur hinführt. Da haben wir etwas. Eine Flasche. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Könnte er hier irgendwo sein Haus haben? Die Spuren führen immer weiter. Ech, Elaine, tetategani. Eb evoni alba. Alles wird gut.
ins Wasser. Okay. Verdammt. Hier verlieren sich dann die Spuren. Hey, ein Angel. Vielleicht aber finden sie sich hier irgendwo wieder. Wer weiß. Erstmal. Nein, vielleicht hier drüben. Hier irgendwo Spuren. Da. Ich weiß nicht. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Sicher oder nicht? Das heißt, Ertrunkene. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Die Spur führt wieder ins Dorf. Hier sind verdammt viele Hinweise. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Warum sind die Spuren jetzt weg? Ich wollte schon sagen. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm! Da haben wir ihn doch. Suchst du Ärger? Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Oh, wo ist er? Ist er draußen? Hm? Der Junge war es bestimmt nicht. Wir gucken uns vorsichtshalber erstmal hier um. Für den Fall, dass er sich irgendwo vor uns versteckt. Aber es sieht nicht danach aus. Also suchen wir im Haus nochmal nach ihm, weil das Haus wird doch etwas größer. Reden wir mal mit ihm. Und da ist er doch. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Hab ich nicht recht? So ein Idiot. Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich geb dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Hm. Es kommt nicht in Frage. Die Leute haben alles so schlimme Schicksale. Der Krieg ist einfach nur unbarmherzig, da schaudert es mir wirklich alleine bei der Frage, was wir jetzt machen sollen. Sollen wir ihn wirklich zum Zwerg bringen? Wer weiß, was der mit ihm macht, aber ich meine, er wird ihn schon nichts mega Schlimmes tun. Vor allem, wenn ich dabei bin. Wir werden sehen, aber ich glaube, es nützt nichts. Der Typ ist dauerbesoffen und braucht seine Lehre. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Diesmal nicht. Ganz ruhig, komm jetzt. So. Ich muss mich entschuldigen. Ja, das ist wohl die beste Variante, mein Freund. Suchst du Ärger? Ja, wo ist er denn jetzt? Mutant. Wollte schon sagen. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Suchst du Ärger?
Alter, ist der elendig langsam. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Bringen wir ihn erstmal noch zurück zum Schmied. Ich möchte jetzt gerne sehen, was er sagt. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Los, aufwachen! Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nab? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht! Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Nein, oder? Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Das ist jetzt nicht wahr. Oder können wir nicht irgendwas tun? Jetzt wird das Dorf dich erst wirklich lieben, mein Freund. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen. Und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Dieses Spiel ist einfach so knallhart. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich fand es so gut, die Entscheidung zu sagen, er kommt jetzt mit und soll sich entschuldigen. Aber, ja, die Leute sind vom Krieg geprägt. Und haben keine Lust, sich verarschen zu lassen. Aber diese Strafe, wirklich, war das nötig?